Hallo Kinder, mein Name ist Casino und ich mache heute ein ziemlich verwurstetes Projekt, wenn ihr wisst, was ich meine. Und zwar mit dem David. Hallo. Der ist auch wieder da. Ja, mal wieder. Mal wieder. Ihr müsst ihn leider ertragen. Es tut mir leid. Und ihm auch, wie ich auch scheiße. Nämlich ist es ein bekipptes Mistspiel. Das eigentlich ganz cool ist. Was eigentlich ganz cool ist für, weiß ich nicht, Siebenjährige oder so. Naja, schon. Also, ja. Okay. Und naja, wir haben uns mit einigen Bier bewaffnet und sowas und ich glaube, wir sind. Das wird schon. Ich glaube, wir sind ready. Da muss ich jetzt. Oh, nein, toll, jetzt muss ich jetzt hier erstmal alles hinklicken, ne? Ihr seht ja gerade noch gar überhaupt nichts. Aha. Haha, wir sehen was und ihr nicht. Ach, aber. What? Das war mein. Naja. Hier, da gab es einen Blubs spielen. Und gleich seht ihr das erste bisschen vom Spiel. Dreamworks wird einem kleinen Kind auf dem Mond angeln. Das sollte irgendwann mal runterfallen, meiner Meinung nach. Das könnte man machen. Ubisoft. Noch mit der guten alten Vorschau von früher. Da werden Erinnerungen wach. Hier, Isp ist auch dabei. Kenn ich leider nicht. Nicht Isp. Isp. Achso, Isp. Achso. Isp. Dann ergibt das natürlich Sinn. Natürlich. Revolution. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. So. Eldorado. Gold und Ruhm. Der Weg nach Eldorado. Nun ja. So, ich halte das Ganze aus und da klicken wir mal auf neues Spiel. Optionen und so habe ich schon alles gemacht. Dann können wir uns mal nochmal die Credits. Nee, scheiß drauf. So, hier, neues Spiel. Ja. Die Vorschau. Wow. Tolle Gesichtsausdrücke. Ja, ein Stier, pass auf. Wunderschön. Ah. Ein Bo. Ich warne schon mal vor, bitte betrinkt euch auch, bevor ihr dieses Let's Play schaut. Ja, sonst wird da nichts draus. Ja. Hier, der David hat es mir auch angehängt. Ja, tut mir leid. So, hier, Händchen halten, sich wundern. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Na dann. Yay! Hallo! Eldorado! Ja! Ja, Eldorado! Ja! Ja! Wunderschön. Was für eine Story. Wer würde sie glauben? Ich nicht. Wer könnte sie erzählen? Na gut. Tullio, du bist der Held. Du musst sie erzählen. Du bist der Held. Nein, bitte. Du bist der Held. Du erzählst sie. Okay. Ja, das werde ich. Ja, das wird er. Wo fange ich an? Am Anfang. Wir waren in Spanien. Ja. Okay, wir lassen die reden und, betrinken uns weiter. Ja. Prost. Mahlzeit. Nein, es war am Abend. Es war morgen. Wir waren gerade aufgewacht. Von unserer Siesta. Es war Abend. Wer erzählt die Geschichte? Du bist der. Auch die Synchronsprecher sind überaus begeisterungserweckend. Fähig. Erweckend. Na gut, auch gut. Na gut, auch gut. Hey, sieh mal, Julio, das sind wir. Ich hätte auch gern so ein Plakat. Ich es nicht. Ist schön, wenn man es ist schön, so ein Plakat hat. Wir sind nicht gefragt fürs Küssen und Umarmen und so, Miguel. Wir sind gefragt fürs in eine stinkige Zelle werfen und vergessen. Ah. Oh. Wir sollten schnell aus der Stadt verschwinden. Ah. Und wir sollten uns von den Stadtwachen fernhalten. Ah. Das würde ich also als erstes tun, dass ich mich mal hier Richtung Stadtwache begebe. Okay, was war das X? Ah, auf X läuft bei mir eine Kröte. So, ich muss mich hier ein bisschen orientieren. So, aha, Oho, hier, ja, was? Hier, Stadtwache. Eine Wache. Mahlzeit! Ach, erkennt er uns nicht. Eine Wache! Vielleicht aber doch. Du hast recht. Du hast recht, ja. Die 5 Meter gehen jetzt zurück und da erkennt er uns nicht mehr. Ja. Also gut, bewegen wir uns Richtung hier Plakat. Ja, ist alles sehr schwierig hier noch. Hier, was muss ich drücken? Strick. Steuerung. Strick, okay. Der Steckbrief beunruhigt mich. Er zeigt dich nicht gerade von deiner Schokoladenseite. Das ist halt doof, ne? Du bist ja ein echter Vanille. Sieht jemand her? Nein. Oh. Er schaut sich ja noch nicht mal um oder so. Sieht jemand her? Nein. Keiner guckt. Nö, ich schätze mal nicht. So. Das haben wir jetzt gerade. Ah, nee, auf Enter ist, glaube ich, das Inventar. Jetzt blinkt der eine. Er blinkt die ganze Zeit. Was machen wir, wenn wir nicht an der Wache vorbeikommen? Ich dachte, immer schön mit allen reden. Ja, mache ich natürlich. Ich wäre ein Pro in diesem Spiel, deswegen. Ja. Er hat es ja schon mal gespielt und durchgespielt, letztens erst. Vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen. Und ich bin jetzt hier vollkommen blind. Ich spiele es das erste Mal und. Aber ich fand, das war passend für ein Let's Play. Ja, natürlich. Das ist. Also viel besser geht's für ein Let's Play eigentlich nicht. Komm, hier, machen wir es.
Ich würde jetzt normalerweise immer erstmal das machen, was man nicht tun soll. Aber ich glaube, ich gehe mal hier ein bisschen der Reihe nach. Was verkaufen Sie? Mais, die goldene Ernte der neuen Welt. Oh, okay. Geil. Oh, yeah. Geile Synchronstimme, mein Freund. Geben Sie mir eine Peseta und ich kann. Eine Peseta? Das ist alles Geld, was wir haben. Du kannst auch mal ins Inventar gucken, ne? Dann weißt du auch, was du alles hast. Okay, Inventar. Eine Peseta. Und hier der Steckbrief. Und eine Peseta. Und ein Steckbrief auch. Achso. Was? Was los? Hängt jetzt. Nö, ich hab Escape gedrückt und das dauert jetzt so lange, bis das Menü kommt. Ach so. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft, ne? Ja, ja. Die meisten Leute haben wahrscheinlich sowieso schon weggeschaltet. Ja, das kann gut sein. So, hier, fortsetzen. Wir wollen das geile Spiel hier fetzen. Hier, okay, so. Ja, genau, so kannst du es dann wieder wegmachen. Und wenn du dann auf, wenn irgendwas blinkt und du dann ins Inventar gehst und dann auf dieses Ding scrollst, dann Strategie machst und dann kannst du das mit dem irgendwie versuchen zu verbinden. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aber ja, das siehst du dann. Ja. Hühnchen, ne? Hühnchen. Hühnchen! Na. So, mal schauen, was sie noch so haben. Aha, hier Appleboy. Hier noch mehr dicke Verkäufer. Die sind alle dick, das ist verwunderlich. Sind eigentlich echte, da hinten ist auch total dick und der aber andere ist. Aber du bist kein Verkäufer. Und ja, aber du bist dick. Nur weil ich dick bin. Genau. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Was verkaufen Sie? Von wem? Hühner. Beste Qualität. Manfred, Mann. Oh. Ja, das ist schön. 20 Peseten. Bist du wahnsinnig? Da hinten läuft ein Freies rum. Und der will 20 Peseten. Und jetzt denk mal nach. Jetzt kann ich ihm das geben und dann kriege ich 20 Peseten. Und das reimt sich. Wirklich? Geben? Peseten? Ja, ja. Mit Fantasie. Mit bisschen Fantasie geht alles. Mach ich ein Lied draus. Du kannst auch in das Loch gehen. Ja, aus allem. Ja, versuche ich gerade. Aber das Loch, das ich versuche ja immer in alle Löcher so rein einzudringen, aber das geht meistens nicht. Die rennen meistens weg. Macht er bei seiner Oma auf. What? Schimmelpilz. Ah, hier. Erstes Bier ist leer. Erstes Bier von einem Radler war das ja nur. Ja, nur. Hallo, meine Frau. Hallo. Was würdet ihr von einem kleinen Witz spielen? Gar nichts, weil ich total scheiße im Glück bin. Also mein Glück ist immer für den Arsch. Nein, das ist einfach. Oh ja. Das ist aber ich hab genau immer Würfelpech. Du musst ja nicht würfeln. Du kannst ja schlecht da reinfassen und dich so reinbeamen und sagen, hallo, ich würfel jetzt. Aber vielleicht ist es übertragbar auf dem Bildschirm. Du brauchst mehr Geld, hat er gerade ja, gesagt. Ja, das habe ich gerade noch im letzten Satz mitbekommen. Ich hab dir natürlich überhaupt nicht zugehört. Ja, das sollte man ja nur in diesem Spiel, aber... Was ist denn das eigentlich für ein komisches Spiel? Ist das ein Mega-Adventure für kleine Kinder oder was? So kann man es natürlich bezeichnen. Man kann es natürlich auch als Action... Shooter, was kommt denn noch vor? Action, Shooter, Adventure, Geschicklichkeits, Fantasy-Spiel nehmen. Es ist alles so wie Herr der Ringe also. Das ist quasi Herr der Ringe, was wir hier spielen. Ja. Okay, ja. Okay, wir spielen Herr der Ringe. So, ich will das kleine Hühnchen da jetzt klauen. Da ich noch nie Herr der Ringe gespielt habe. Ja, Herr der Ringe, einfach so insgesamt, das passt ja Fantasy. Ah, ja, genau. Fantasy, ja. Action, Adventure. Genau, Shooter, alles passt schon. So, hier, Huhn, ich will dich! Dieser Hühnerverkäufer gibt uns 20 Peseten für ein Huhn. Das stimmt. Wir müssen nur eins fangen und schon haben wir wieder Geld. Das stimmt. Fangen! Und was? Ich übernehme das Denken. Du das Fangen. Fang das Hühnchen. Das ist gerechte Verteilung. Der Benny sagt immer, zieh ein Hühnchen. Das ist auch schön. What the? Jetzt versucht er gleich das Hühnchen zu fangen. Ey, so ein genialer. Das Huhn blieb stehen und er sprang daneben. Was, muss ich irgendwas machen? Nee, oder? Hey, das ist was siehst du dann? Das Huhn ist ein Profi. Das Huhn ist ein Profi, ja. Mhm. Jetzt bin ich wieder. Kannst du mal in die Hocke gehen, vielleicht hüpfst du dann. Hocke! Nee, falls das ist Rennen gewesen. Rennen, okay, ja, hier, Hocke! Jetzt fang das Hühnchen. Fang das Hühnchen! Quark. Ich esse dich. Ich sitze auf dem Hühnchen. Ich brüte das Hühnchen aus. Das ist sehr schön. Geh weg! Du kannst auch Escape. Steuerung, dann kriegst du es weg. Strück. Gut, hier, Hühnchen, ich will. Was hat der erste Verkäufer verkauft? Passanten! Die solltest du ihm geben, Peseten. Pesetas oder Peseterotas. Ich dachte, er verkauft Passanten. Und ihr habt einen Passanten da, genau. Ja, wäre doch gut.
Hier, ich will einen Passanten kaufen. Eine Peseta für einen kleinen Beutel. Ein Kopi. Gut, das hier. Das kannst du, genau. Inventar. So. Dann, nein, nicht nochmal drauf, sondern damit Steuerung. Ja, bitteschön. Ah. Das habe ich dir vorhin versucht zu erklären. Ah. Ein kleiner Beutel Mais. Hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Was? Hier, willst du den Mais? Hier, willst du den Mais? Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich hasse Mais. Das kannst du aber selber nicht haben. Ja, wollen, echt. Ne? Ich glaube, der hasst Mais in echt. Nee, ich glaube, der weiß die Qualität seines Maises zu schätzen. Achso, wenn ich sage, so, oh, sag mal, scheiß Mais hier. Ja. Scheiß Unqualität. Hühnchen! Hühnchen! Hühnchen, ja. ich ramm dir Mais in den Arsch. Mm. Das ist ja gemein. Sagt er, Leben mit Freiheit. Das ist das Coolste. Er steckt sich einfach alles in die Hosentasche. Das ist endgut. Er hat jetzt ein Hühnchen in der Hosentasche. Wir haben ein Hühnchen. Ja, mein Hühnchen. Zieh im Hühnchen. Benny. Der Benny. Ich bin nicht Benny. Da hast du recht. So, lalo. Der David riecht an seinem hier Radler. Ich hab gerochen, ob es vertrocknet ist oder noch gut. What? Das ist seit 5 Minuten offen.